MTD, am Puls der Zeit. Das sind wir, die gehobenen medizinisch-technischen Dienste. Das LKH Universitätsklinikum Graz ist eines der drei großen universitären Medizinzentren in Österreich und Teil der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft. Aufgrund der besonderen Qualifikationen und der intensiven Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen, Patientinnen und Patienten gelingt es uns gemeinsam, Krankheiten und Beeinträchtigungen zu erkennen, zu verbessern und teilweise zu beheben. Zahlreiche Untersuchungen und Behandlungen in einem Krankenhaus sowie in der medizinischen Forschung erfordern vielfältige Analysen im Labor. Das sind die Aufgaben der biomedizinischen Analytik. In unterschiedlichen medizinischen Fachgebieten sind wir eine wichtige Schnittstelle für Diagnose, Forschung und Behandlung. Wir sind für die Probengewinnung, deren Vor- und Aufbereitung verantwortlich und führen Analyseprozesse durch. Die verwendeten Methoden variieren vom einfachen Teststreifen über das Mikroskop bis hin zum Einsatz moderner und EDV-gesteuerter hochtechnisierter Analysegeräte. In der klinischen Chemie werden verschiedenste Substanzen in den Körperflüssigkeiten wie Blut, Urin oder Knochenmark qualitativ und quantitativ bestimmt. Einer unserer Arbeitsbereiche ist die histologische Untersuchung unterschiedlicher Gewebearten, um zum Beispiel eine Krebserkrankung zu erkennen. Unsere Befunde sind ein wichtiger Bestandteil für Diagnose, Früherkennung und Verlaufskontrolle von Erkrankungen. Die Aufgabe in der Blutgruppenserologie ist die Bestimmung der Blutgruppe, des Rhesusfaktors und weiterer immunologischer Merkmale sowie die Durchführung der Verträglichkeitstestung. Unerlässlich sind diese Untersuchungen vor Bluttransfusionen oder Organ- und Knochenmarkstransplantationen. Auch bei unerfülltem Kinderwunsch leisten wir einen großen Beitrag. Wir bringen Samenzelle und Eizelle im Labor zusammen. In der Funktionsdiagnostik arbeiten wir direkt am und mit Patientinnen und Patienten. Es werden zum Beispiel Gefäße, Herz und Hirn auf ihren Leistungszustand hin untersucht. Mittels modernster Einrichtungen wie etwa Ultraschall, EKG oder EEG und deren EDV-unterstützter Auswertung erstellen wir aussagekräftige Befunde, wie zum Beispiel auch einen Befund einer Lungenfunktionstestung. Ernährung bestimmt unser gesamtes Leben. Was und wie man isst, trägt maßgeblich zur Gesundheit bei. Der Grundstein dafür wird bereits im Mutterleib gelegt. Fundiertes Ernährungswissen für gesunde wie auch für kranke Menschen vermittelt die Diätologie. Im Rahmen der Ernährungsvisite sammeln wir Daten, die als Grundlage für die Berechnung und Erstellung individueller ernährungstherapeutischer Konzepte dienen. So legen wir das diätologische Behandlungsziel fest. Das kann sowohl eine orale, enterale oder auch parenterale Ernährung umfassen. Im Krankenhaus sind wir das Bindeglied in Ernährungsfragen zwischen dem medizinischen Personal, den Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen sowie der Küche. Wir koordinieren verordnete Diäten und überwachen die praktische Umsetzung. Und das alles mit dem Anspruch auf eine gesunde Ernährung. Für Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Diabetes oder anderen Stoffwechselerkrankungen ist die richtige Ernährung für die Lebensqualität entscheidend. Auch Mangelernährung ist für unsere Berufsgruppe ein wichtiges Thema. In enger Zusammenarbeit mit der Küche wird neben dem gesundheitlichen Aspekt auch großer Wert auf das Aussehen und den Geschmack gelegt. Dies wird bei gemeinsamen Verkostungen regelmäßig überprüft. Ziel
ist es ebenso, jede Patientin und jeden Patienten mit der Kostform oder der künstlichen Ernährung zu versorgen, die auf das Krankheitsbild und die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt ist. Wir bieten immer eine individuelle Ernährungstherapie in allen medizinischen Bereichen, vom Neugeborenen bis alten Menschen. Für eine Ernährungsberatung beziehen wir auch Angehörige oder betreuende Personen mit ein. Im klinischen interdisziplinären Ernährungsteam arbeiten Diätologinnen und Diätologen mit allen relevanten Berufsgruppen und extramural mit Organisationen des Gesundheitswesens zusammen. Alltagsaktivitäten sind das Spezialgebiet der Ergotherapie. Für uns steht die Handlungsfähigkeit des Menschen im Mittelpunkt. Wir stellen Fragen wie: Was möchte der Mensch tun? Was muss er tun? Welche Aktivitäten werden von ihm erwartet? Welche Motivationen, Bedürfnisse und Fähigkeiten hat er? So orientieren wir uns an den Beeinträchtigungen der Patientinnen und Patienten. Ein mögliches Ziel ist, das Schuhe zu binden für Laura mit ihren 5 Jahren nach einer Hirnhautentzündung. Ein anderes ist Selbstständigkeit für Herrn Gruber, der mit wiederkehrenden Depressionen kämpft und nach dem Stationsaufenthalt endlich wieder seine Lebensgefährtin mit Spaghetti bekochen möchte. Die Anliegen sind individuell. Allen Zielen gemeinsam ist, den Menschen die Möglichkeit zu geben, an Betätigungen teilzunehmen, die ihm wichtig sind. Diese aktiv auszuführen oder zumindest darin eingebunden zu sein. Wir unterstützen die Menschen dabei, das jeweilige Alltagsziel zu erreichen, mit speziellen Trainings und spezifischen Hilfsmitteln oder auch durch Anpassung der Umwelt und ausführlicher Beratung. Wir Logopädinnen und Logopäden untersuchen Menschen aller Altersgruppen und orientieren uns in der Therapie an den Bedürfnissen und Möglichkeiten der einzelnen Betroffenen. Im Klinikum sind durch die moderne technische Ausstattung auch sehr spezielle Untersuchungen und Therapien möglich. Vor allem im Bereich der Audiologie hat dies große Bedeutung. Schon bei Neugeborenen wird noch während des stationären Aufenthalts ein Hörscreening durchgeführt. Fallen im Kleinkindalter Hörprobleme auf, kann durch eine sogenannte Spielaudiometrie eine vorhandene Schwerhörigkeit früh festgestellt werden. Bei der Hirnstammaudiometrie wird das Hörvermögen mittels Elektroden und ohne Zutun der Patientin überprüft. Die Auswertung erfolgt über den Computer. Auch Stimmstörungen können Menschen aller Altersgruppen betreffen. Vor einer logopädischen Therapie erfolgt immer eine Stimmdiagnostik. Nach ausgedehnten Kehlkopfoperationen unterstützen wir die Betroffenen dabei, eine Ersatzstimme zu erlernen. Wir klären außerdem Menschen mit Schluckstörungen auf allen klinischen Abteilungen ab und je nach Diagnose steht die Aufrechterhaltung oder Verbesserung des Schluckvorgangs im Vordergrund. Eine Schluckstörung kann die Folge verschiedener Erkrankungen sein, zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder einer Krebserkrankung. Unsere Tätigkeit, vor allem auf Intensivstationen, umfasst unter anderem auch das Trachealkanülenmanagement bei Menschen nach einem Luftröhrenschnitt. Aber schon bei den Kleinsten ist unsere Arbeit als Unterstützung für eine optimale Entwicklung ausgesprochen wichtig. Ortoptik befasst sich mit der Diagnose und Behandlung von Augenerkrankungen. Wir Orthoptistinnen und Orthoptisten haben im Klinikum ein breites Einsatzspektrum. Wir prüfen die Funktion jedes einzelnen Auges sowie die Zusammenarbeit beider Augen von Menschen aller Altersstufen. Fehl- und Schwachsichtigkeiten werden mit verschiedenen Messmethoden bestimmt. Angeborene und erworbene Schielformen werden von uns diagnostiziert und das Ausmaß des Schielens wird dabei mit technischen und optischen Geräten gemessen. Dank sorgfältiger Untersuchungen ist eine frühe Diagnosestellung und eine rechtzeitige Therapie möglich.
Horizontale, vertikale sowie rotatorische Augenbewegungsstörungen können angeboren oder ein erstes Anzeichen einer allgemeinen Erkrankung sein. Verminderte Sehleistung, Schielen, Kopfschmerzen, Kopfschiefhaltungen, Doppelbilder und Schwindel erschweren den Alltag der Betroffenen. Orthoptistinnen können durch genaue Diagnostik und gezielte Maßnahmen die Lebensqualität vieler Menschen verbessern. Physiotherapie kann bereits vor der Geburt eines Menschen beginnen. Bei der Geburtsvorbereitung geben wir werdenden Müttern praktische Tipps für den Alltag in der Schwangerschaft und unterstützen sie während eines notwendigen stationären Aufenthaltes. Physiotherapie ist Arbeit mit Bewegung. Die Fähigkeit, sich zu bewegen, bedeutet für den Menschen die Freiheit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Wir werden aktiv, wenn es darum geht, die Beweglichkeit zu erhalten. Beweglichkeit ist auch das, was wir gemeinsam nach Verletzungen oder Erkrankungen wiederherstellen möchten. Vielfältige Therapien tragen dazu bei, das Zusammenspiel von Muskulatur, Gelenken und Nervensystem wieder in Einklang zu bringen. Passive und aktive Bewegungstherapien fördern die Funktion der Bewegung und beschleunigen die Rehabilitation. Sie ermöglichen, dass die Betroffenen ihre Alltagstätigkeiten früher durchführen können und fördern so die Selbstständigkeit. Herz-Kreislauf-Training und Atemtherapie sind Arbeitsbereiche der Physiotherapie. Bewegungsentwicklung und Bewegungskontrolle, beginnend beim Neugeborenen bis zum hochbetagten Menschen, das sind auch unsere Aufgaben. Die Arbeitsbereiche der Physiotherapie erstrecken sich von der Gesundheitserziehung, Gesundheitsförderung und Prävention bis hin zu Therapie und Rehabilitation. Die Erhaltung und Wiederherstellung natürlicher Bewegungsabläufe sowie die Vermeidung von Funktionsstörungen können Schwerpunkte in der Behandlung sein. Wir behandeln Menschen aus allen medizinischen Fachbereichen. Je nach Diagnose und Befund wählen wir geeignete physiotherapeutische Maßnahmen aus. Wir vereinbaren mit den Patientinnen und Patienten ein individuelles Ziel und überprüfen die Fortschritte. Dadurch können wir die Therapie laufend den Erfordernissen anpassen. Unser Ziel ist es, Menschen auf ihre Alltagsaktivitäten und Selbstständigkeit bestmöglich vorzubereiten, sowie zur optimalen individuellen Bewegungs- und Schmerzfreiheit beizutragen. Das Tätigkeitsfeld in der Radiologietechnologie ist vielfältig und umfasst Vorsorge, Diagnostik und Therapie schon am Beginn des Lebens. Methoden sind konventionelle Röntgenaufnahmen, zum Beispiel um festzustellen, ob ein Bein gebrochen ist, oder eine Röntgenaufnahme mittels C-Bogen bei einer Operation. In der Brustkrebsvorsorge stellt die Mammographie ein wichtiges Arbeitsfeld dar. Wir arbeiten aber auch ohne Röntgenstrahl, zum Beispiel mit Ultraschall, um Organe oder Gefäße darzustellen. Bei einer Computertomographie werden Menschen mittels Röntgenstrahlen in einem Schnittbildverfahren untersucht und diese Bilder helfen bei der Erkennung verschiedenster Verletzungen und Krankheitsbilder. Bei der Durchführung einer Magnetresonanztomographie werden sogenannte Schnittbilder in allen Raumebenen mit Hilfe eines starken Permanentmagnetfeldes erzeugt. Zur genaueren Diagnostik werden mit hoher anatomischer Auflösung 3D-Rekonstruktionen aller Körperregionen und der Gefäße angefertigt. Gefäße stehen auch im Mittelpunkt der Angiografie und des Herzkatheterlabors, wo Menschen nach Schlaganfällen und Herzinfarkten minimal invasiv in einem sterilen Arbeitsbereich
unter Durchleuchtung behandelt werden. In der Nuklearmedizin können Stoffwechselvorgänge im Körper bildlich dargestellt werden. Dazu verabreichen wir offene radioaktive Substanzen, um entweder eine Diagnose erstellen zu können oder für die Therapie. Die Bilder werden mittels einer sogenannten Gammakamera erstellt, die den Weg der radioaktiven Teilchen im Körper verfolgt. In der Strahlentherapie planen wir die hochdosierte Bestrahlung von Krebszellen anhand von CT-Bildern. Besonders achten wir darauf, dass das gesunde Gewebe bestmöglich geschont wird. Hier und in allen anderen Bereichen übernehmen wir die Verantwortung für die exakte Lagerung und Durchführung an den Geräten. Was wäre ein Krankenhaus ohne diese 7 Berufsgruppen der medizinisch-technischen Dienste? Sie sind in der heutigen Zeit aus einem Krankenhaus nicht mehr wegzudenken. Allein im Klinikum Graz arbeiten 700 MTDs zum Wohle aller Patientinnen und Patienten. Noch mehr Informationen zu den MTDs finden Sie auf unserer Homepage Wir haben ein großes Interesse an Medizin und Technik und vor allem ein Herz für Menschen.